Eine Tugend gibt es, die liebe ich sehr, eine einzige. Sie heißt Eigensinn. Von allen den vielen Tugenden, von denen wir in Büchern lesen und von Lehrern reden hören, kann ich nicht so viel halten. Und doch könnte man alle die vielen Tugenden, die der Mensch sich erfunden hat, mit einem einzigen Namen umfassen. Tugend ist Gehorsam. Die Frage ist nur, wem man gehorche. Nämlich auch der Eigensinn ist Gehorsam. Aber alle anderen, so sehr beliebten und belobten Tugenden, sind Gehorsam gegen Gesetze, welche von Menschen gegeben sind. Einzig der Eigensinn ist es, der nach diesen Gesetzen nicht fragt. Wer eigensinnig ist, gehorcht einem anderen Gesetz, einem einzigen, unbedingt Heiligen, dem Gesetz in sich selbst, dem Sinn des Eigenen. Es ist sehr schade, dass der Eigensinn so wenig beliebt ist. Genießt er irgendwelche Achtung? Oh nein, er gilt sogar für ein Laster und doch für eine bedauerliche Unart. Man nennt ihn bloß da bei seinem vollen, schönen Namen, wo er stört und Hass erregt. Übrigens, wirkliche Tugenden stören immer und erregen Hass. Siehe Sokrates, Jesus, Giordano Bruno und alle anderen Eigensinnigen. Wo man einigermaßen den Willen hat, Eigensinn wirklich als Tugend oder doch als hübsche Zierde gelten zu lassen, da schwächt man den rauen Namen dieser Tugend nach Möglichkeit ab. Charakter oder Persönlichkeit. Das klingt nicht so herb und beinahe lasterhaft wie Eigensinn. Das tönt schon hoffähiger. Auch Originalität lässt man sich zur Not gefallen. Letztere freilich nur bei geduldeten Sonderlingen, bei Künstlern und solchen Käuzen. In der Kunst, wo der Eigensinn keinen merklichen Schaden für Kapital und Gesellschaft anrichten kann, lässt man ihn als Originalität sogar sehr gelten. Beim Künstler gilt ein gewisser Eigensinn geradezu für wünschenswert. Man bezahlt ihn gut. Sonst aber versteht man unter Charakter oder Persönlichkeit in der heutigen Tagessprache etwas äußerst Verzwicktes, nämlich einen Charakter, der zwar vorhanden ist und gezeigt und dekoriert werden kann, der sich aber bei jedem irgend wichtigen Anlass sorgfältig unter fremde Gesetze beugt. Charakter nennt man einen Mann, der einige eigene Ahnungen und Ansichten hat, aber nicht nach ihnen lebt. Er lässt nur ganz fein so je und je durchblicken, dass er anders denkt, dass er Meinungen hat. In dieser sanften und eitlen Form gilt Charakter auch schon unter Lebenden für Tugend. Hat aber einer eigene Ahnungen und lebt wirklich nach ihnen, so geht er des lobenden Zeugnisses Charakter verlustig, und es wird ihm nur Eigensinn zuerkannt. Aber nehmen wir doch das Wort einmal wörtlich. Was heißt denn Eigensinn? Das, was einen eigenen Sinn hat, oder nicht? Einen eigenen Sinn nun hat jedes Ding auf Erden, schlechthin jedes, jeder Stein, jedes Gras, jede Blume, jeder Strauch, jedes Tier wächst, lebt, tut und fühlt lediglich nach seinem eigenen Sinn. Und darauf beruht es, dass die Welt gut, reich und schön ist. Dass es Blumen und Früchte, dass es Eichen und Birken, dass es Pferde und Hühner, Zinn und Eisen, Gold und Kohle gibt, das alles kommt einzig und allein davon her, dass jedes kleinste Ding im Weltall seinen Sinn, sein eigenes Gesetz in sich trägt, und vollkommen sicher und unbeirrbar seinem Gesetze folgt. Einzig zwei arme, verfluchte Wesen auf Erden gibt es, denen es nicht vergönnt ist, diesem ewigen Ruf zu folgen und so zu sein, so zu wachsen, zu leben und zu sterben, wie es ihnen der tief eingeborene eigene Sinn befiehlt. Einzig der Mensch und das von ihm gezähmte Haustier sind dazu verurteilt, nicht der Stimme des Lebens und Wachstums zu folgen, sondern irgendwelchen Gesetzen, die von Menschen aufgestellt sind und die immer von Zeit zu Zeit wieder von Menschen gebrochen und geändert werden. Und das ist nun das Sonderbarste. Jene wenigen, welche die willkürlichen Gesetze missachteten, um ihren eigenen natürlichen Gesetzen zu folgen, sie sind zwar meistens verurteilt und gesteinigt worden, nachher aber wurden sie, gerade sie,
für immer als Helden und Befreier verehrt. Dieselbe Menschheit, die den Gehorsam gegen ihre willkürlichen Gesetze als höchste Tugend bei den Lebenden preist und fordert, dieselbe Menschheit nimmt in ihr ewiges Pantheon gerade jene auf, die jener Forderung Trotz boten und lieber ihr Leben ließen, als ihrem eigenen Sinn untreu wurden. Das Tragische, jenes wunderbar hohe, mystisch heilige Wort, das so voll von Schauern aus einer mythischen Menschheitsjugend her ist und das jeder Berichterstatter täglich so namenlos missbraucht, das Tragische bedeutet ja gar nichts anderes als das Schicksal des Helden, der daran zugrunde geht, dass er entgegen den hergebrachten Gesetzen dem eigenen Sterne folgt. Dadurch und einzig dadurch eröffnet sich der Menschheit immer wieder die Erkenntnis vom eigenen Sinn. Denn der tragische Held, der Eigensinnige, zeigt den Millionen der Gewöhnlichen, der Feiglinge, immer wieder, dass der Ungehorsam gegen Menschensatzung keine rohe Willkür sei, sondern Treue gegen ein viel höheres, heiligeres Gesetz. Anders ausgedrückt, der menschliche Herdensinn fordert von jedermann vor allem Anpassung und Unterordnung. Seine höchsten Ehren aber reserviert er keineswegs den duldsamen, feigen, fügsamen, sondern gerade den Eigensinnigen, den Helden. Wie die Berichterstatter die Sprache missbrauchen, wenn sie jeden Betriebsunfall in einer Fabrik tragisch nennen, was für sie die Hanswurste gleichbedeutend ist mit bedauerlich, so tut die Mode nicht minder Unrecht, wenn sie vom Heldentod all der armen, hingeschlachteten Soldaten spricht. Das ist auch so ein Lieblingswort der Sentimentalen, vor allem der Daheimgebliebenen. Die Soldaten, die im Kriege fallen, sind gewiss unseres höchsten Mitgefühls würdig. Sie haben oft Ungeheures geleistet und gelitten und sie haben schließlich mit ihrem Leben bezahlt. Aber darum sind sie nicht Helden, so wenig wie der, der eben noch ein einfacher Soldat war und vom Offizier wie ein Hund angeschrien wurde, durch die tötende Kugel plötzlich zum Helden wird. Die Vorstellung ganzer Massen, ganzer Millionen von Helden ist an sich widersinnig. Der Held ist nicht der gehorsame, brave Bürger und Pflichterfüller. Heldisch kann nur der Einzelne sein, der seinen eigenen Sinn, seinen edlen, natürlichen Eigensinn zu seinem Schicksal gemacht hat. Schicksal und Gemüt sind Namen eines Begriffes, hat Novalis gesagt, einer der tiefsten und unbekanntesten deutschen Geister. Aber nur der Held ist es, der den Mut zu seinem Schicksal findet. Würde die Mehrzahl der Menschen diesen Mut und Eigensinn haben, so sähe die Erde anders aus. Unsere bezahlten Lehrer zwar, dieselben, die uns die Helden und Eigensinnigen früherer Zeiten so sehr zu rühmen wissen, sagen, es würde dann alles drüber und drunter gehen. Beweise haben und brauchen sie nicht. In Wirklichkeit würde unter Menschen, die selbstständig ihrem inneren Gesetz und Sinn folgen, das Leben reicher und höher gedeihen. In ihrer Welt würde manches Scheltwort und mancher rasche Backenstreich vielleicht ungesühnt bleiben, welcher heute ehrwürdige staatliche Richter beschäftigen muss. Es würde auch hin und wieder ein Totschlag passieren. Kommt das trotz allen Gesetzen und Strafen nicht auch heute vor? Manche furchtbare und unausdenklich traurige, irrsinnige Dinge aber, die wir mitten in unserer so wohlgeordneten Welt schauerlich gedeihen sehen, wären dann unbekannt und unmöglich. Zum Beispiel Völkerkriege. Jetzt höre ich die Autoritäten sagen, du predigst Revolution. Wieder ein Irrtum, der nur unter Herdenmenschen möglich ist. Ich predige Eigensinn, nicht Umsturz. Wie sollte ich Revolution wünschen? Revolution ist nichts anderes als Krieg, ist genau wie dieser eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Der Mensch aber, der einmal den Mut zu sich selber gefühlt und die Stimme seines eigenen Schicksals gehört hat, ach, dem ist an Politik nicht das Mindeste mehr gelegen. Sie sei nun monarchisch oder demokratisch, revolutionär oder konservativ. Ihn kümmert anderes. Sein Eigensinn ist wie der tiefe, herrliche, gottgewollte Eigensinn jedes Grashalms auf nichts anderes gerichtet als auf sein eigenes Wachstum. Egoismus, wenn man will.
Allein dieser Egoismus ist ein ganz und gar anderer als der Verrufene des Geldsammlers oder des Machtehrgeizigen. Der Mensch mit seinem Eigensinn, den ich meine, sucht nicht Geld oder Macht. Er verschmäht diese Dinge nicht etwa, weil er ein Tugendbold und resignierender Altruist wäre. Im Gegenteil. Aber Geld und Macht und all die Dinge, um deren Willen Menschen einander quälen und am Ende totschießen, sind dem zu sich selbst gekommenen Menschen, dem Eigensinnigen, wenig wert. Er schätzt eben nur eines hoch, die geheimnisvolle Kraft in ihm selbst, die ihn leben, heißt und ihm wachsen hilft. Diese Kraft kann durch Geld und dergleichen nicht erhalten, nicht gesteigert, nicht vertieft werden, denn Geld und Macht sind Erfindungen des Misstrauens. Wer der Lebenskraft in seinem Innersten misstraut, wem sie fehlt, der muss sie durch solche Ersatzmittel wie Geld kompensieren. Wer das Vertrauen zu sich selber hat, wer nichts anderes mehr wünscht, als sein eigenes Schicksal rein und frei in sich zu erleben und ausschwingen zu lassen, dem sinken jene überschätzten, tausendmal überzahlten Hilfsmittel zu untergeordneten Werkzeugen hinab, deren Besitz und Gebrauch angenehm, aber nie entscheidend sein kann. Oh, wie ich diese Tugend liebe, den Eigensinn! Wenn man sie erst einmal erkannt und etwas davon in sich gefunden hat, dann werden die vielen bestempfohlenen Tugenden allesamt merkwürdig zweifelhaft. Der Patriotismus ist so eine. Ich habe nichts gegen ihn. Er setzt anstelle des Einzelnen einen größeren Komplex. Aber so richtig als Tugend geschätzt wird er doch erst, wenn das Schießen losgeht. Dieses naive und so lächerlich unzulängliche Mittel, die Politik fortzusetzen. Den Soldat, der Feinde totschießt, hält man doch eigentlich immer für den größeren Patrioten als den Bauern, der sein Land möglichst gut anbaut. Denn letzterer hat davon selber Vorteil. Und komischerweise gilt in unserer verzwickten Moral stets diejenige Tugend für zweifelhaft, die ihrem Inhaber selber wohltut und nützt. Warum eigentlich? Weil wir gewohnt sind, Vorteile immer auf Kosten anderer zu erjagen. Weil wir voll Misstrauen meinen, immer gerade das begehren zu müssen, was ein anderer hat. Der Wildenhäuptling hat den Glauben, die Lebenskraft der von ihm getöteten Feinde gehe in ihn selber über. Liegt nicht dieser selbe arme Negerglaube jedem Krieg zugrunde, jeder Konkurrenz, jedem Misstrauen zwischen den Menschen? Nein. Wir wären glücklicher, wenn wir den braven Bauer mindestens dem Soldaten gleichstellen würden, wenn wir den Aberglauben aufgeben könnten, das, was ein Mensch oder ein Volk an Leben und Lebenslust gewinne, müsse unbedingt einem anderen weggenommen sein. Nun höre ich den Lehrer sprechen: Das klingt ja sehr hübsch, aber bitte betrachten Sie die Sache einmal ganz sachlich vom nationalökonomischen Standpunkt aus. Die Weltproduktion ist, worauf ich erwidere: Nein, danke. Der nationalökonomische Standpunkt ist durchaus kein sachlicher, er ist eine Brille, durch die man mit sehr verschiedenen Ergebnissen schauen kann. Zum Beispiel vor dem Kriege konnte man nationalökonomisch beweisen, dass ein Weltkrieg unmöglich sei oder doch nicht lange dauern könne. Heute kann man ebenfalls nationalökonomisch das Gegenteil beweisen. Nein, lasset uns doch einmal Wirklichkeiten denken, statt dieser Fantasien. Es ist nichts mit diesen Standpunkten. Sie mögen heißen, wie sie wollen, und sie mögen von den fettesten Professoren vertreten werden. Sie sind alle Glatteis. Wir sind weder Rechenmaschinen noch sonst welche Mechanismen. Wir sind Menschen. Und für den Menschen gibt es nur einen natürlichen Standpunkt, nur einen natürlichen Maßstab. Es ist der des Eigensinnigen. Für ihn gibt es weder Schicksale des Kapitalismus noch des Sozialismus, für ihn gibt es kein England und kein Amerika, für ihn lebt nichts als das stille, unweigerliche Gesetz in der eigenen Brust, dem zu folgen, dem Menschen des bequemen Herkommens so unendlich schwer fällt, dass dem Eigensinnigen aber Schicksal und Gottheit bedeutet.